Okay. Oben wieder zurück zum Steg. Na komm. Na komm, hier runter. Dann da runter. Und da sind wir wieder. Ich muss euch nochmal anhören. Tut mir leid, ich werde es die ganze Zeit nochmal ein bisschen anhören müssen. Einer von euch beiden war ja irgendwie der Höchste. Und du warst der Niedrigste, oder? Du warst der Niedrigste? Du warst der, einer der Höchsten vielleicht. Du warst auf jeden Fall ziemlich hoch. Jetzt kommst du mir auch nicht mehr so hoch vor wie der. Naja, wie der schon, aber wie der nicht. Vielleicht. Ich muss gestehen, irgendwann klingt die alle gleich. Also zumindest so diese Riege, die drei, klingt für mich dann irgendwann ziemlich gleich. Und die Noten geben mir wirklich... Danke. Geben mir wirklich keinen Aufschluss darüber. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Vielleicht soll das aber nur die Position der Jaxis irgendwie verraten. Also... Links oben, dann der. Also, ich habe jetzt links 3 und rechts 2. Moment. Dummerweise haben wir rechts 3 und links 1. Dummerweise haben wir rechts 3 und links 2. Das ist es also nicht. Vielleicht ist aber die Position der Höhe hier. Das kann natürlich auch sein. Das hier scheint eine. Naja, ja, das ist ja auch. Also, hätten wir praktisch das Höchste, dann den Zweithöchste, also genauso wie vorher eigentlich auch schon. Also, wärst du das zuerst? Taktstock. Das zweithöchste. Was für mich das niedrigste war von der Tonhöhe her. Dann das niedrigste, was für mich früher mal das dritthöchste war. Und dann, ich glaube, so rum fallend, oder? Und jetzt du, oder was? Und es funktioniert tatsächlich. Mund. Kalidas Insel, ich hab's doch gesagt. Ich hab schon immer die ganze Zeit gesagt. Immer, immer. Ach, ist Kalida hübsch. Und so kam es, dass Sedwick seine Reise auf dem Rücken des riesigen Vogels fortsetzte, der einst eine Insel war. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Sedwick. Du schläfst nur. Wir reden ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst. Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Ich hoffe, das Ende ist noch nicht so kurz bevor. Das Spiel macht echt Spaß, würde ich sagen. Aber Kapitel 3. Die Askil. Autsch. Da ist ein Hebel. Habe ich sofort gesehen. Ist das immer noch mein Albtraum? Jetzt haben wir keine Kerzen mehr, sondern... Das ist doch Corona. Sinusbot. Lampenjungs. Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Ah, okay. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Das weiß ich noch nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass das Rätsel hier sich irgendwie verbergen wird oder lösen lässt. Hier haben wir zum Beispiel einen Stein. Den möchte ich schon mal mitnehmen. Oder erstmal ansehen. Hier gibt es nur Steine, Trümmer und Trostlosigkeit. Nimm den Stein mit.
Perfekt. Kannst du das Seil auch mitnehmen oder das Podest, okay. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Ja, zumindest hast du den Stein schon mal weggenommen. Kannst du damit irgendwas machen? Nichts. Aber es ertönen Geräusche. Mach nochmal bitte. Nichts. Vielleicht muss ich den Hebel da reinstecken oder sowas. Hier haben wir eine Tür, die ich bestimmt nicht öffnen kann. Wahrscheinlich öffnet sich das Tor, wenn ich den Mechanismus irgendwie richtig hinbekomme. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat. Oder selbst tot ist. Vielleicht das. Vielleicht brauchen wir einen Geisterspot. Das würde ich mir so tatsächlich noch vorstellen können. Und ich nehme an, das ist hier derselbe Totenschädel, aber das ist ja auch ein Totenschädel. Eigentlich ist alles hier ein Totenschädel. Lass mich raten, du kannst es nicht einfach aufmachen. Nein, diese Tür ist zu. Aber gut, dass ich es ausprobiert habe, denn immerhin weiß ich es jetzt. Und dieses Wissen tröstet mich über die Tatsache hinweg, dass mein Arm jetzt ausgekugelt ist. Alter, bist du schwach. Okay, und einfach rufen. Hey da, unbekannter Erbauer des furchteinflößenden Tores. Ein deprimierter Clown und seine treu-doofe Haustierraupe fordern unverzüglich Einlass. Na, wenn sie jetzt nicht aufmachen, dann weiß ich auch nicht. Das ist allerdings richtig. Was haben wir noch hier? Wir haben hier Buschwerk auf einem steilen Felsen. Wir haben hier diese Lampignons, diese Laternen. Kannst du die betrachten bestimmt? Nett, wenn man Lampignons mag. Kannst du sie auspusten? Mist, verfluchte Asthma-Lunge. Schade. Kannst du sie mitnehmen? Nein, ich bin allergisch gegen Lampignons. Es ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Natürlich ist es das. Ja, aber links war noch ein Hebel, den würde ich schon mal haben. Und links war vor allem noch einige Dinge, die ich bestimmt noch mitnehmen konnte, außer den Hebel. Gib mir den Hebel. Das sind verschiedene Hebel. Ich sehe schon wieder das nächste Kombinationsrätsel. Kannst du diese Laterne irgendwie mitnehmen? Nett. Kannst du diese Krankheit... Mist. Okay. Ich sehe, das ist alles das Gleiche und wir haben hier Hebel. 5 Stück an der Zahl. Ich raste jetzt schon wieder aus. 5 Hebel, 5 Vögel und 8 Damen. Himmel, wenn ich gewusst hätte, dass Weltretten so kompliziert ist. Einfach so, weil es geht. Oh, Hilfe. Gibt es dafür auch irgendwo eine Anleitung? Das wäre super. Zieh erstmal diesen Hebel. Kein Effekt. Ich will mal gucken, ob ich jetzt irgendwas höre oder irgendwas sehe. All das ist nicht der Fall. Fantastisch. Dann werde ich ganz kurz mal den Ton wieder lauter stellen. Also die Musik, das habe ich nämlich fast vergessen gerade. Was übrigens genauso verdammt langsam geht. Nee, ernsthaft, oder? Kann ich es mit den Pfeiltasten? Nein. Das ist ja wohl ein Witz. Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. Und schon sind wir wieder hier vorher. Okay. Weit gekommen sind wir bisher nicht, aber vielleicht finden wir die Lösung da hinten irgendwie. Wenn wir da hinten hin dürfen. Das ist auch das Schloss, kannst du es betrachten? Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Ach, warte mal, ganz kurz. Vielleicht müssen wir auch einfach alle Hebel gleichzeitig drücken. Wir haben doch diesen 5er-Spot. Ich habe einen Vorschlagspot. Du löst dieses Hebelrätsel und ich genehmige mir derweil eine Auszeit. Die Augen. Komm, mach schon, Spot. Ach Mann. Wie, du bist noch nicht fertig? Alles muss man alleine machen. Okay, kann man vielleicht den einen anderen Spot darauf anwenden? Ich habe einen Vorschlag. Ach, nee. Ja, gut. Ach Mist, das mache ich jetzt nicht nochmal. Weil wir jetzt mal aus dem Bild latschen, das dauert einfach zu lange. Oder du kannst diesen Spot auf den anwenden. Da brauchst du gar nicht so gierig zu gucken. Das sind keine Feuerdrachen-Lampions. Oder du kannst... Ach genau, du kannst auch so eine lustige Kugel werden wie der Lampignon. Da brauchst du gar nicht so gierig... Das sind klappt nicht. Oder wir machen halt den 5er nochmal. Nicht nötig.
Nicht nötig. Pure Zeitverschwendung. Okay, wir müssen irgendwas mit den Hebeln machen und ich weiß nicht was. Oder bei den Lampen, Jungs. Oder wir übersehen noch irgendwas, was natürlich auch genauso gut sein könnte. Also gucken wir noch ein bisschen rum, was... Warte mal. Ich find's ja geil, wie sich diese Felsen hier, wenn man jetzt nach rechts geht, zu einem Totenschädel zusammenfügen. Guck mal an. Ah, nicht ganz. Vielleicht hier. Da. Ah, noch ein Stück weiter nach. Das muss doch hingehen. Da. Noch ein Stück. Ich hab's doch eben gehabt, oder? Okay, es klappt nicht ganz. Kann ich da hinten noch irgendwas finden? Schloss, genau. Kann ich mir ein Schloss hochrufen? Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Wie bereits bei der Insel. Kannst du irgendwas machen? Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Das hat mir Bayer schon mal. Und ich sehe schon, ich übersehe hier bestimmt irgendwas. Laternenpfahl vielleicht? Nein, hier irgendwas am Tor. Kannst du den Stein da reinwerfen? Genau, das wird die Erbauer dieser massiven Metalltür sicher beeindrucken. Oh, da kommt ein kleiner Clown mit einem Stein. Wir sollten ihn besser schleunigst öffnen, bevor er noch einen Kratzer in die Tür macht. Ich sehe, du machst dich über mich lustig. Kannst du den Stein wieder drauflegen? Nein, der Stein ist nicht schwer genug, um das Podest unten zu halten. Ah, warte mal. Spot. Du bist doch schwer, wenn du willst. Alles muss man alleine machen. Wieso geht das nicht? Klappt also so nicht. Aber irgendwas mit unten halten wolltest du ja. Nein, der Stein ist nicht schwer genug, um das Podest unten zu halten. Eigentlich ist nichts davon schwer genug, um das Podest unten zu halten. Die ganzen Laternen werden wahrscheinlich auch nicht daher helfen, weil wirklich schwer sind die auch nicht. Ja, ich nehme an, die 5 Spots, aber da kannst du den Stein mit Spot kombinieren. Spot und Stein. Na, Spot, willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Fraß. Nee, klappt auch nicht. Irgendwie begreife ich es gerade nicht. Man kann ja nicht viel machen. Eigentlich dürfte es gar nicht mal so viel geben hier. Bis auf dieses Rätsel mit 5 Hebeln, aber was nützt mir das schon? Wie machen wir das denn? Gibt es irgendeinen Hinweis darauf? Hier in der Umgebung? Ich sage nein. Aber wahrscheinlich irre ich mich. Ich will den Schädel, ich will erst das Tor da hinten öffnen. Warte mal, das Podest wird wahrscheinlich mit dem Tor zusammenhängen und die Hebel haben irgendwas Eigenständiges. Warte mal. Kann es sein, dass ich mit den Hebeln auch diese Dinger hier anordne und damit vielleicht diesen Schädel hier zusammensetzen muss? Das wäre ja ein geiles Rätsel, muss ich sagen. Tatsächlich, guck mal, dieser hier ist so ein bisschen nach rechts geneigt. Wenn ich jetzt mal hier nach links wieder neige... Hat das hier überhaupt keine Auswirkung? Wie geil ist das denn bitte? Keine Auswirkung, wenn ich dich jetzt mal betätige. Nee, ich frage es einfach genauso, wie das Ding hier ist gerade. Wie das hier ist. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen nach rechts geneigt, also mache ich das ein bisschen nach rechts. Der zweite ist ein bisschen nach links geneigt, also mache ich dich nach links. Der dritte ist irgendwie, deswegen lasse ich einfach mal so. Und die vierten sind wohl eher nach rechts oder so. Der fünfte vielleicht auch, den sehe ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich hier nur 4 zähle. Kann ich dich nur irgendwie betätigen? Hat ja unglaublich viel gebracht bisher. Dass man ihn zusammenschieben kann, kein Zufall sein. Ach, es hat sich auch, guck mal, es hat sich verändert. Es hat sich verändert. Eben war das Ding nämlich noch ein bisschen mehr verschoben nach rechts.
Das ist also das Rätsel. Ah ja, das ist ja geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Warte mal, was ist denn noch falsch? Das müssen wir gleich mal rausfinden. Was ist da noch falsch? Ach, die beiden großen sind auch noch eine Seite jeweils. Okay, 1, 2, also 1, 2, 3, 4, 5, so um etwa. Okay, so, was ist da noch falsch? Versuchen wir es mal rauszufinden. Erstmal die beiden großen. Passen die großen einander? Die großen passen nicht einander. Das heißt, der große, also die letzten beiden, müssen nochmal irgendwie ein Stückchen auseinandergerückt werden. Das heißt, der hier zum Beispiel kommt noch eins nach links. Ja, heute bin ich wieder Kombinatorik-Profi, wenn das so klappt. Nee, das. Nicht. Ja, muss auch nichts. Geh da weiter nach rechts. Okay, das war noch falscher als eben. Wir bleiben also, dabei. Die beiden müssen zueinander. Ich probiere es kurz mal andersrum aus. So. So. Ihr müsst zueinander finden. Ihr kleinen Schädel. Yeah, der Große ist schon mal ziemlich gut. Die letzten beiden sind richtig. Was ist denn das hier, was hier das Auge ragt? Das ist doch irgendwie falsch. Ist das Nummer 3? Nee, das ist, gehört dazu. Okay, dann bleiben wir dabei. Dann fehlt noch irgendwas. Irgendwas ist noch falsch. Die ersten drei sind noch nicht ganz richtig. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Die ersten drei sind genauso richtig wie alles andere auch. Hervorragend, genauso wollte ich es haben. Drittes Kombinatorik-Rätsel gelöst in einer Aufnahmesession. Ganz hervorragend. Bevor ich aber hier reingehe, mache ich einen kleinen Schnitt. Bis gleich.